Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Knaller der Woche. Etwas später als sonst erscheint diese neue Folge. Und diesmal geht es um ein Spiel. Und das wurde mir diese Woche von meinem Lieblingsverkäufer Olli aus der Spielwiese persönlich zu Hause vorgestellt. Also Spielwiese macht jetzt auch Hausbesuche. Und die Rede ist von Tribes of the Wind. Ein Spiel, was jetzt im Hochverlag erschienen ist, mit wunderschönen Illustrationen von Vincent Dudré. Es ist ein komplett sprachneutrales Spiel. Das heißt, auch wenn ihr irgendwo die englische Ausgabe findet, dann könnt ihr die auch ganz entspannt kaufen, weil sie eben, wie gesagt, sprachneutral ist. Was ist das Thema? Es ist eigentlich super aktuell, denn die Welt ist quasi platt gemacht. Es ist alles kaputt. Überall ist Verschmutzung und wir müssen sozusagen ja wieder bewalden, Wald. Flächen erschaffen, Baumhäuser bauen und eben was dazu tun, dass die Wasserversorgung stimmt, dass der Schmutz verschwindet und so weiter. Und das machen wir mit unseren Windreitern, die uns also helfen, die Dörfer zu errichten. Und diese Windreiter haben immer einen Anführer, das heißt, jeder von uns spielt eine Anführerrolle. Und das ist ja schon so ein bisschen die Asymmetrie, denn jeder dieser Anführer hat besondere Karten, die im Laufe des Spiels reinkommen können und verfolgt auch ein bisschen unterschiedliche Ziele, um diese Karten nutzen zu dürfen. Grundsätzlich ist es eben ein kartengetriebenes Spiel. Wir haben immer fünf Handkarten, die in so einem hübschen Aufsteller vor uns aufgebaut sind, sodass die anderen die Rückseite sehen können. Wir spielen nämlich mit den Elementen, also Wasser, Feuer, Wind und so weiter. Und die Rückseiten sind für die anderen wichtig, denn unsere Karten, wenn wir sie ausspielen möchten, haben immer eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Die bezieht sich manchmal auf unsere eigene Handkarten, aber manchmal auch auf die des Nachbarn oder von allen Mitspielenden. Und deswegen ist es eben wichtig zu sehen, was haben die anderen so. Wir spielen also Handkarten aus, um Effekte zu erlangen. Wir kriegen Ressourcen oder können eben auch ins Waldplättchen nehmen. Wir können aber auch, wenn wir schon Waldplättchen haben, Dörfer bauen oder wir können auch Tempel bauen, die uns wiederum bestimmte Vorteile bringen. Immer wenn wir ein Dorf bauen, bekommen wir auch noch eine Dorfkarte, die ist zweigeteilt. Einmal ist es eine Siegendbedingung und das andere ist ein Soforteffekt. Also hier können wir auch jedes Mal auswählen. In dem Moment machen wir lieber die Siegendbedingung, weil das gerade zu unserem Tableau passt, auf dem wir rumlegen. Oder ist es lieber so, dass wir den Soforteffekt nehmen, weil wir die Ressourcen jetzt einfach brauchen? Insgesamt ist es wirklich ein super fluffiges Spiel. Also wir haben mit Erklärung und jetzt keiner von uns kannte es. Das heißt, wir mussten es jetzt erstmal noch mit Hilfe des Regelheftes erarbeiten, auspöppeln, aufbauen, Regeln lernen, spielen. Zwischendrin mal noch jemanden anrufen, der das Spiel schon kennt, weil uns was unklar war, haben wir ungefähr 2 Stunden gespielt. Angegeben ist es 60 bis 90 Minuten und wir waren jetzt zu dritt von maximal 5. Und von daher denke ich, ist es eigentlich eine ganz gute Zeit. Wie gesagt, jetzt muss man ja noch einiges abziehen an Vorbereitung und so weiter, sodass wir wahrscheinlich eine gute Stunde 30 so ungefähr nackte Spielzeit hatten, was für die Erstpartie auch völlig in Ordnung ist, weil man ja erstmal reinkommen muss. Wie gesagt, mich hat zum einen natürlich schon mal die Optik, das Material ist toll, diese kleinen Holzbaumhäuser und diese Holztempel, das sieht alles schön aus. Und diese Holzbaumhäuser sind auch gleichzeitig nämlich das Spielende-Signal, denn wenn einer von uns das fünfte gebaut hat, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt, noch eine Komplettrunde und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Wir haben alle recht unterschiedliche Strategien, will ich es jetzt mal nennen, verfolgt oder es hat sich einfach so ergeben. Mein Mann hat relativ viele Spielendbedingungen und dafür zum Beispiel keine einzigen Tempel gebaut. Ich hatte alle Baumhäuser gebaut und hatte aber nur eine oder zwei Siegendbedingungen, von denen ich dann eine sogar auch gar nicht erfüllen konnte. Und trotzdem waren wir mit den Punkten so 4, 5 Punkte auseinander. Scheint also, dass es recht gut gebalanced ist. Erstpartie natürlich jetzt erstmal der Eindruck. Das hat mir wirklich super gut gefallen, weil es mit dieser Kartenmechanik nochmal so ein neuer Pfiff war, weil es ein Spiel war, was wirklich eine tolle Optik hat, ein recht aktuelles Thema hat, vom Material her, wie gesagt, prima ist, sowohl diese kleinen Kartenhalter, als auch die ganzen Figuren, die Illustrationen natürlich toll sind und die Regeln eigentlich auch ganz eingängig sind. Da gibt es aber so einen kleinen Wermutstropfen, denn das Regelheft hat uns so ein bisschen, ja, teilweise einfach
verwirrt zurückgelassen, denn der Aufbau ist irgendwie ein bisschen komisch. Also es gibt drei Hauptaktionen, die ich machen kann, nämlich Karte ausspielen, ein Dorf bauen oder einen Tempel bauen. Das ist erstmal soweit okay. Aber durch dieses Kartenspielen kann ich eben zum Beispiel diese Waldplättchen nehmen. Und dieses Waldplättchen nehmen hat auch wieder Effekte bzw. hat Voraussetzungen. Und das wurde irgendwie in der eigentlichen Regel nicht so wirklich deutlich erklärt, sondern erst im Glossar, bei dem dann die Symbole, die auf den Karten sind, genau erklärt wurden, da kam das dann erst. Das haben wir auch erst gar nicht gefunden, haben daher, wie gesagt, jemanden angerufen, der das Spiel kennt, der uns dann gesagt hat, ja klar, das Feld muss so und so sein und ihr müsst auch nicht angrenzen, sondern könnt irgendwo hinbauen. Also es war so ein bisschen seltsam, weil die Struktur der Regel für uns irgendwie nicht so nachvollziehbar war. Und wir eigentlich alle gesagt haben, naja, es kommt die Regel, dann kommt das Spielende, dann kommt irgendwie noch so Zwei-Personen-Variante und dann kommt das Glossar. Und für uns war das Glossar eigentlich etwas, naja, da gucke ich rein, wenn zum Beispiel eine Ikonografie nicht so ganz eindeutig ist, obwohl die da sehr deutlich eigentlich sind bei dem Spiel, aber ich gucke vielleicht trotzdem nochmal rein, um nochmal eine Bestätigung zu haben oder wenn ich einfach eine Rückfrage habe. Aber dass ich dort eigentlich auch so eine grundlegende Information zu bestimmten Aktionsteilen bekomme, das war uns nicht so klar. Das hätte ich mir persönlich jetzt einfach anders gewünscht, dass diese Aktion Waldplättchen bauen, auch wenn es keine eigenständige Aktion ist, weil sie eben nur durch die Karten ausgelöst wird, hätte ich mir das trotzdem gewünscht, dass das vorne einfach irgendwie einmal kompakt erklärt wird. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Wir haben uns trotzdem durchs Spiel durchgewurschtelt und haben es ja im Endeffekt auch dann gesehen. Es steht in der Regel, also es ist nicht so, als würde es die Regel nicht hergeben. Aber von der Struktur her eher etwas verwirrend. Also wenn ihr das Spiel auf den Tisch habt, dann schaut auf jeden Fall auch ins Glossar. Schaut euch die einzelnen Sachen an. Dort sind eben auch noch wichtige Infos, die ihr braucht, um den Spielablauf und die Mechanik gut zu verstehen. Alles in allem ist es aber wirklich ein super Spiel und ich kann euch das nur ans Herz legen. Probiert das unbedingt mal aus. Es hat wirklich zumindest jetzt zu dritt richtig gut Spaß gemacht. Zu zweit gibt es keine Spielveränderungen. Das finde ich ja auch immer positiv. Das Einzige ist eben, es ist so eine Kartenauslage, die zählt als Nachbar. Denn manche Karten, habe ich ja eben so gesagt, beziehen sich auf die Handkarten der anderen und ich bekomme eben eine stärkere Aktion, wenn es dann auf alle Mitspielenden oder auf beide Nachbarseiten zutrifft. Und deswegen habe ich da dann diesen Ablagestapel noch als nächsten Nachbarn. Wenig Downtime, weil wir alle recht fluffig gespielt haben. Wenn man natürlich Grübler am Tisch hat, kann es auch ein bisschen länger dauern. Aber ich freue mich da auf jeden Fall schon auf nächste Partien und will es auch unbedingt mal noch mit mehr Spielenden ausprobieren, ob sich dann wirklich extrem verlängert oder ob es genauso fluffig bleibt. Und falls ihr schon gespielt habt, lasst mich doch gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, wir sehen uns dann in einem nächsten Video, vielleicht auch im nächsten Knaller der Woche.